Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale. Und wir werden dieses Mal schauen, dass wir diesen Banditen Oberhoshi platt machen. Wir hatten beim letzten Mal schon einen Versuch gewagt, aber ja, die Hitpoints waren halt so ein bisschen ein Problem. Wir werden mal jetzt bei dem einen Trank trinken. Und hoffentlich reicht das. Bei den anderen beiden will ich jetzt nichts machen. Visitors, I was expecting the living dead, not some wandering knights. Doesn't matter. We can kill you too if we must. Ha! Your plan has failed. So, also dahinter hatten wir ein paar Schützen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir die hier quasi außer Reichweite von den Schützen halten, damit die dadurch nicht draufgehen. So, ja, weg. Your orders? Time to feed the ravens. For king and country. I can take them. Wir könnten natürlich auch versuchen, da hinzugehen, um die auch direkt kampfunfähig zu machen oder sowas. Machen wir so. Der ist zwar eigentlich egal, aber jetzt könnten wir eventuell for my Camelot. Wenn der dahin geht, dann könnte der sogar zweimal noch schlagen, dann wäre der eh tot. Naja, da haben wir den ersten Typen noch gefunden. Den könnten wir direkt in Kampf verwickeln. Panik. The Lord is my witness. Bin mir nicht sicher, wieso dann dieses Gelb ist. Vielleicht, weil mein Typ da noch zu weit vorsteht. Wir gehen mal. Ah, nee, da ist ein Schutz vor. I serve the Lord. Zwei. Ne, da müssten wir da jemanden vorstellen. Aber ich glaube, das probieren wir einfach mal. Naja, das reicht leider nicht. I am here to serve. So, die können auf jeden Fall nicht angreifen. Wir müssen den Weg blockieren, dass sie die Schützen nicht angreifen können und dann passt es. Falle erkannt. Your orders? For king and country. Ja, der steht jetzt nur hier. Ich kann auch eigentlich den hier anmachen. Falls die doch angegriffen werden, dass da ein bisschen eine Chance besteht, weil die Runde ist jetzt sowieso mehr oder weniger die letzte. Der wird so noch leben, aber naja, der stirbt jetzt. Nee, noch nicht. Okay, Segen. Ah, Gift. Foul blow. I am wounded. Naja, ich fürchte, die muss dann auch was trinken. Time to feed the ravens. Nee, okay. Da kommen wir jetzt nicht mehr ran, dummerweise. No mercy for the wicked. Und die kann den nicht mehr erschießen, also das muss man anders machen. Also da voll reinrauschen ist es wohl nicht. Wir können aber genau das Gegenteil machen und uns einfach weghalten. Careful. Jetzt habe ich natürlich mit dem einen nichts getrunken.
Your Highness? For King and Country. Oh, der ist aber jetzt noch weiter hinten. Okay. Aber gut, dann machen wir jetzt einfach mal. Gehen wir einfach mal zurück. Erschießen jetzt irgendwen. Nehmen wir den. Hutzack! Hutzack! No mercy for the wicked. Er lebt immer noch. For king and country. Gucken wir mal, was die tun. For my Camelot. Okay, jawohl. Die anderen bewegen sich im Schatten. Aha. For king and country. Gehen wir nach vorne. Ja, ich glaube, ein normaler Angriff hätte da auch gereicht. Time to feed the ravens. Your Highness? Da ist leider Deckung vor. I can take them all. Weg. I am ready. Onwards. Ja, der wird auch nicht mehr geheilt. Sinners shall bleed. Der würde auf jeden Fall den Angriff überleben. Der könnte aber nicht angreifen. Der schon. Wenn wir da hinlaufen. No mercy for the wicked. 7 Schaden, eventuell schafft er das noch nicht mal. Na, ich probier's mal. Also wir greifen den an. 4. For king and country. Okay. Sinners shall bleed. So, dann gehen wir mit denen sicherheitshalber nochmal einen Schritt weiter zurück. I fight for honor. At your service, my lord. Der kann nicht angreifen, die Runde. For king and country. Und da müssen ja jetzt irgendwo die ganzen Schützen sein. Wir sollten natürlich nicht in die Falle laufen. Okay. Ja. Er hat diesen Blutzauber abbekommen. Das ist aber eher harmlos an der Stelle. Okay. Darüber. Der kann leider nur einmal angreifen. Blessings. Ah, der hätte doch mit dem Feuerpfeil an der Stelle angreifen sollen. Aber gut. Passt auch so. Wenn wir den... Blutung, okay. Ja, der stirbt zwar jetzt wahrscheinlich an der Blutung. Nein, möglicherweise auch nicht. None can stand in my way. Der kann da nicht angreifen. Der kann auf jeden Fall den daran hindern, dass der einen vollen Angriff da machen kann. I am ready. Also wir könnten entweder... I fight for honor. At your service, my lord. Ja, komm, lauf mal mit dem hier hin. Töten den. Dann geht der auf Seite. Ready to fight. Und dann schießt der nochmal auf den. At your service, my lord. Jo. I can take them all. Ja, Giftpfeil ist harmlos. Der heilt ihn jetzt vielleicht.
Nein, noch nicht mal. Weg mit dir. Die stehen zumindest nicht wieder auf. Mhm. Mehr geht nicht. I fight for honor. Ja, den müssen wir jetzt einfach immer weiter behaken. Your command? Machen wir mal mit denen gerade. Feel the pain. Das war doch, haben wir eins weggenommen. Noch eine weg. No mercy for the wicked. Es kann natürlich sein, dass die jetzt dann die Blutung bekommen. So. Your orders? I can zumindest den Weg blockiert. Er hat alles auf Cooldown. Wir könnten auch darüber. Barely a hit. Time to feed the ravens. Okay. Heilen. At your service, my lord. Oh, jetzt hat er aber einen Interrupt. Your orders? Ratsch. Your command? 20. I can take them all. Ist natürlich jetzt für die Schützen ein bisschen. 8. Müssen wir mal gucken, ob wir in irgendeine Position kommen. Ja. Okay, dann passt das doch. We stood our ground proudly. Ja, das war easy. Equal shares to all. Ah, leider auch noch Müll. Rune für Fernkampfwaffen. Ja, okay, aber da haben wir halt auch schon welche. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das wahnsinnig viel bringen würde. Und die haben leider keinen Rastplatz hier. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Dann machen wir erstmal noch die anderen Banditen. Die werden ja wahrscheinlich dann auch nicht schwerer sein, wenn das hier schon der Anselm-Kampf war, sage ich mal. Der Oberhoshi von denen. Und die Hexe war jetzt auch nicht super schwer. Also eigentlich ziemlich einfach, wenn wir Vollgehalt gewesen wären. Geplünderter Friedhof. Na, dann gucken wir mal. Da ist zumindest was zum Rasten. Ja, wunderbar. Spare us. We are simple woodcutters. Ja, das kann ja jeder sagen. Bewaffnete Holzfäller in Rüstung. How else should we defend ourselves from the dead? Ich glaube kein Wort von dem, was ihr sagt. Alle Räuber müssen sterben. Sagen wir, ich glaube euch. Verschwindet, dann geschieht euch nichts. Bandit. Der heißt ja sogar Bandit. Ich glaube euch kein Wort von dem. Alle Räuber müssen sterben. Ne, die müssen weg. Das geht ja nicht. Ne, hätten mich mal nicht anlügen sollen. I am ready. Dann hätte ich sie vielleicht laufen lassen. Sinners aber shall bleed. So nicht! Your command? None can stand in my way. Your orders? Ja. Da könnten wir jetzt nochmal den drauf machen, aber der würde auch nicht. Na doch, der würde wahrscheinlich reichen, wenn der minimal höher ist als das Minimum. Könnte reichen. Das ist ein bisschen Zufall dann. Okay. Die könnten auf jeden Fall beide nicht ran. Straßenräuber. Okay. Gift. Lord, help me. Okay. Die haben also auch noch getarnte Leutchen dabei. Okay. Dann machen wir das ein bisschen anders. Also umhacken tue ich die trotzdem.
Aber dann sollten wir unsere Schützen eben nicht von denen anschießen lassen. A treasure. Spare us. How else should we defend ourselves from... For king and country. Kneel before your king. Ja, darüber. Your is mine. Your orders? Your command? At your service, my lord. Ready to fight. Der könnte nur einmal. Your command? Der würde immer noch nicht reichen. 6 bis 9. Der kann halt ziemlich weit laufen. Ach, hier hinten ist aber auch nix. Okay, dann gehen wir mal da. Okay. In Deckung. Da ist auch noch einer. Ich glaube, ich gehe dann wieder. Ich hab's mir anders überlegt. Sinners shall bleed. Den würde ich gerne erschießen. Your command? Mal gucken, ob das von hier aus... Naja, muss schon dahin gehen, um da die volle Dröhnung zu bekommen. Ja. I fight for honor. I can take them all. Ja, wir müssten halt jetzt schauen, dass wir die irgendwie die Sicht blockieren zu den Schützen, aber das ist natürlich so eine Sache. Schwer abzuschätzen. The Lord is my witness. Ja. Okay, halten wir mal so. Na gut. Ist das der einzige? No mercy for the wicked. For the Lord Almighty. At your service, my lord. Ja, der hat natürlich jetzt hier schon das Gift drauf, was nicht so cool ist. For king and country. Wenn der jetzt noch nach vorne geht, wahrscheinlich sollte ich da außer Reichweite bleiben und die dann in der Runde darauf wegräumen. I am ready. Sinners shall bleed. Und dann schauen wir mal, dass wir die erstmal wegbekommen. For my Camelot. Aha. Wir könnten natürlich auch da drauf dann rüberlaufen, den anderen umlegen. Mach mal so. Dahin, den erledigen, wenn es gereicht. Jawohl. Blutung, jo. I fight for honor. Jetzt hätten wir halt nur noch den Typen. Der würde in dieser Runde nichts angreifen können. Dann würde ich nämlich auch sagen, lass mal den halt. Gehen wir auf Seite und dann machen wir die nächste Runde Platz. Sinners shall bleed. Ja. Okay. Time to feed the ravens. Ja, der hat natürlich. I fight for honor. Der kann jetzt den hier noch nehmen. Der kommt da auch nicht mehr weg. Der darf da nicht hin, aber da dürfte der hin. Aber der wartet einfach ab. Das passt schon so. Okay. Der steht auf, aber. Nochmal Gift. For Camelot. Okay, aber das ist kein Problem. Den müssen wir
hier mit umschließen. Your Highness? Können wir eventuell sogar... leider nicht. Okay, dann erschießen wir den hiermit. For King and Country. Blutung. Okay, wunderbar. I fight for honor. 13. None can stand in my way. Naja, da habe ich natürlich jetzt ein bisschen unglücklich hingestellt. Wir kriegen jetzt beide nicht direkt zu. Der hat noch ganz ordentlich was. Dann gucken wir mal. Der kann auch nur einmal schießen. Gucken wir mal, dass wir den hier erschießen. I fight for honor. Time to feed the ravens. Dahin ist natürlich ein bisschen schade drum, aber. Jo. For my Camelot. Let me cut you to size. Your orders? Jo. For King and Country. Das hätten wir. Eventuell, wenn ich den hiermit direkt erschossen hätte, hätte das direkt noch geklappt, aber gut. Blocken. Okay, das war wohl auch nichts. This was quite something. A desecrated tomb, vile bandits, sword fights, and a cursed forest. Ja, ein normaler Tag im Leben der Ritter der Tafelrunde. Möchtet ihr mehr sehen? I had my share of adventures, and this was remarkable. I'm tempted. Wir brauchen gute Ritter in Camelot. You know, why not? I will join you. Ihr werdet es nicht bereuen. Ach, das war's schon. Ja, okay. Na gut, wir müssen halt jetzt noch, oder können noch die Hexe erledigen. Und das werden wir auch tun. Schmuck. Aha. Siegel für eine Rüstung. Ja, 80. Ja, dann werden wir jetzt einmal rasten. Um noch die Hitpoints voll zu bekommen. Auch wenn das hier mit der Rüstung natürlich auch so eine Sache ist. Aber ja, mach mal die Hitpoints. Everyone slept well? Wir hatten jetzt auch noch einen Schrein. Aber der war, glaube ich, auch für Hitpoints gut. Das heißt, der bringt mir dann eigentlich gar nichts mehr. Ich guck noch mal gerade, aber ich meine, das wäre ein Hitpoint-Schrein gewesen. Darüber. Brauche einen Kompass in der Karte. Ja, genau, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Oh. Devilry, this is what I feared. These idiots disturb the dead. Ah, hier müssen wir ja sowieso hin. Todesvieh, ein Nest der Todesvieh. Da legt ihre Eier. Rüstungsrückgewinn. Ne, das ist gut. Benutzt das. Dann machen wir hier den Balen. Ja. Pup. Super. Dann werden wir mal die Hexe zermatschen. Sinners shall bleed. Okay, also wir haben hier einen Schützen. Wir haben ein bisschen was, wo wir zurücklaufen können. Den Schützen sollten wir als erstes töten, wenn wir drankommen würden, was wir nicht tun, also machen wir was anderes. Nehmen wir den da einfach mal. Christ on the cross. Ja. Awaiting your command. Ja gut, der steht natürlich auch wieder auf, wenn wir den nicht weiter behalten. At your service, my lord. Your orders? I can take them all. Your command? Immer dahin. Nein! Dahin! Ja. Bisschen verschwendete
AP gewesen, aber gut. Awaiting your command. Ja, der kann natürlich jetzt irgendwas zocken, kann er, macht aber nicht. Okay. Ja, der Schütze da hinten, der ist vor allem interessant. Oh, da ist auch noch einer. Give me an enemy of flesh and blood, and I will fight them anytime. But I hate magic. Hm. Ja, wir müssen dahin. Das war doof. Your Highness? Den können wir von hier aus sogar erschießen. Okay, das reicht aber auch nicht. Wenn wir den nehmen würden, dann steht der im Weg. Okay, gehen wir einfach mal auf Seite. I am ready. Mhm. I serve the Lord. Ich werde den Schützen da hinten jetzt erstmal außen vor lassen und mich um den da kümmern. Wobei es schon fast Verschwendung ist. Nicht nur fast ist Verschwendung, aber ich eigentlich keine Wahl. Ja, mach mal kaputt. Mhm. Your command? No mercy for the wicked. So, der würde angreifen können. Awaiting your command. Also gehen wir mal da auf Seite. Ja. Your Highness. Okay. Kommt nur her! Naja, schrei du. Ist dir nichts nutzen. Your command? Mansch. For my Camelot. I serve the Lord. Der da hinten ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Blessings. Den sollten noch einen Angriff denn. Your Highness? Sinners shall bleed. Ja, wir müssen da hin. Um den zu exterminieren. Wenn man der wieder aufgestanden wäre, hätten wir nicht viel gewonnen. Ah, ärgerlich. Okay. Blessings. So, mit der kann ich natürlich jetzt nicht mehr weg. Jetzt müssten wir gucken, dass wir die irgendwie schützen. Your command? For king and country. Das geht aber. Okay. Dahin. Dahin. Hui. Oh. Okay. No mercy for the wicked. Der kriegt natürlich jetzt trotzdem ein bisschen Aua, aber at your service, my lord. Ich denke, das passt. Den schicken wir hier hin. Wump. Ready to fight. Okay. Autsch. Mhm. Wucht. So interessant ist der, den dann auch bei einem Angriff an, also vorher angreift. The Lord is my witness. Okay. For my Camelot. Ja gut, da habe ich jetzt auch keine Wahl, als da nochmal drauf zu schießen, fürchte ich. Wir könnten auch mit dem schießen, eventuell ist der da. Ja, dann machen wir weniger Overkill-Schaden. Machen wir den auch noch weg, der würde jetzt wieder aufstehen. Sinners shall bleed. Den verlorenen Ritter würde ich so oder so jetzt nicht kaputt bekommen. Da kann ich mich halt ein bisschen dran abarbeiten, aber wahrscheinlich wäre es sinnvoller, die hier wegzuprügeln. I fight for honor. No mercy for the wicked.
for king and country. Blup. Vielleicht reicht das? Nein, Your reicht Highness, natürlich gerade so nicht. Ja, das ist jetzt sehr schade, dass wir da auch wieder quasi die Runde von dem verschwenden müssen. I fight for honor. No mercy for the wicked. I can take them. Naja, gut, der kann jetzt hier draufschlagen, aber. Ja. Naja, der könnte jetzt. Naja, okay, ein Angriff, das ist absolut. Wenn da jetzt nicht noch mehr kommt. At your service, my lord. Der hält natürlich jetzt hier zwei Runden. Den können wir mit einem Schlag zu Klump schlagen. Jetzt müssten wir uns um den da kümmern. Schlagen wir. Jetzt könnte der vielleicht sogar helfen. Was ist denn Macht des Verlusts? Irgendwelche Schaden, nachdem drei seiner Verbündeten gestorben sind. Oh, okay. Wir könnten den aber auch erstmal umwerfen. Das geht aber da gar nicht. Okay. Machen wir mal, aber Verwundbarkeit, ja. Das jetzt viel bringt, ich weiß es nicht. Vielleicht zuerst noch so schlagen sollen. Okay, aber der stirbt. Wenn wir jetzt einmal noch mit dem draufballern können, wenn wir das irgendwie hinbekommen, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Es wird aber so oder so auch knapp, da diese 7 Schaden. Okay, gehen wir mal mit dem. Was, wie lange haben die denn noch? 2. Naja, es wird schon eng. At your service, my lord. Awaiting your command. Guck mal, ob das reicht. Take them. Quatsch. Ja, none das can reicht. Stand in my way. I serve the Lord. So, der Stein geht in 2 Runden wieder. I fight for honor. Kneel before your king. Ja, der würde danach die Runde. Also, ja. Ist schon jetzt ein bisschen knapp. Müssen wir mal gucken. Naja, und die haben jetzt alle 3. Ja, das heißt, ich muss mich diese Runde darauf beschränken, die Typen hier platt zu schießen. Oh, das ist vielleicht nicht so gut. Sinners shall bleed. Der steht ja jetzt zumindest. Also der hier und der hier. Okay. Der kann schon gar nicht dahin. Der könnte den auch nicht angreifen. Der könnte den auch nicht killen. I serve the Lord. Ja. Wir haben nur den. Dann schießen wir den. Und das wird natürlich nicht reichen. Ja. At your service, my lord. Wir können den halt. I am ready. Na. For king and country. Das heißt aber auch, dass die dann auf der nächsten Runde aufstehen werden. Jetzt müssen wir mal gucken, was da passiert. Eventuell läuft er weg und dann stirbt er direkt. Nee, stirbt nicht direkt, weil er den Angriff überleben wird. Na. Und da kommt noch einer, okay. Ah, Rückenstich, okay. I fight for honor. Also da kommt noch einer. For king and country. Das ist natürlich ein bisschen schade. I serve the Lord. Ein bisschen doof. Time to feed the ravens.
Na, auch wieder eins über. Ist alles maximal unpraktisch. Wir müssen den ja jetzt auch noch innerhalb der Runde zerstören. Was aber natürlich auch wieder nicht gehen wird. I fight for honor. For Avalon. The Lord is my witness. I am ready. No mercy for the wicked. Wenn wir damit, der kann so oder so nur einmal schießen. Ah, haben wir Glück gehabt. Your orders? Klopf. None can stand in my way. I am here to serve. The Lord is my witness. Ready to fight. Na gut. For Camelot. Na, okay, das ist ein normaler Zombie. Serious. Halb so wild. Your command? Den ja sollten wir jetzt auch nochmal kaputt machen. Your command. Your command. Ah, kaputt. I am here to serve. Schild. I serve the Lord. Hat nicht gereicht. Your Highness? Ja, bei dem könnten wir aber auch den Sinners shall bleed. Den Boss angreifen. None can stand in my way. Na, wahrscheinlich nicht so produktiv. Your head is mine. I fight for honor. Wartet auf mich. Okay, dann. The Lord is my witness. Oder auch einen Schritt. Ja, weniger AP, aber. For King and Country. Und der kann jetzt noch nicht angreifen. Der steht natürlich jetzt da super hinter dem Balken. Gehen wir mal darüber. Und den darüber. I am ready. Ja, das ist maximal ungünstig. No mercy for the wicked. Down with the vileness. Dann gehen die aber wieder ein paar Schritte zurück. Der wird nächste Runde eh sterben. Also müssen wir vor allen Dingen schauen, dass die jetzt nicht umgepustet werden mit noch irgendeinem Gift oder was weiß ich was. Lebensraub. Okay. Let me cut you to size. Raub du mal. Quatsch. Justice has prevailed again. Kein Text von unserem neuen Mitstreiter. Da haben wir jedenfalls nochmal einen Schatz. Ah, Reliquienstaub. Aha. Das erste Mal, dass wir davon was bekommen haben. Aber wir brauchen 1000 oder sowas, um uns da einen Gegenstand von zu holen. Also, da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, was wir da bekommen haben. Damit hätten wir die Zone aber vollständig erkundet. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel. Dann wären wir mal nach Hause. Wir haben natürlich uns eine Verwundung eingefangen, was nicht so cool ist. Aber ich denke, das passt schon. Fülle stets seine Trankplätze wieder auf. Haben, glaube ich, jetzt einen getrunken. Plump, plump. Keiner gestiegen. Naja, so viel auch nicht bekommen an Ressourcen. Hier Gebäuderessourcen 300. Damit können wir, glaube ich, immer noch nichts anfangen. Ah, Sir Ector ist zurückgekehrt. Mein Ritter hat der singenden Hexe den Kopf abgeschlagen. Allerdings erst, nachdem sie ihm den Großteil seines Blutes ausgesaugt hatte.
Plus 20% EP. Erleidet eine Verletzung. Ja, okay. Mhm. Schwäche. Minus 10% Schaden erteilt. Qual. Okay. So, dann werde ich hier aber kurz einen Schnitt machen und dann werde ich mal gerade schauen, wie wir da was am besten tun, damit wir da jetzt nicht, damit ich da nicht eine Stunde wieder rumhantiere. Also, kurzen Moment. Okay, also so viel ist da jetzt gar nicht. So viele Gegenstände haben wir nicht bekommen. Ich hatte gar nicht gesehen, dass wir der noch diesen Billigbogen gegeben hatten. Den müssen wir natürlich ersetzen. Da hatte ich wohl den Bogen mal hier ausgetauscht. Und hab vermutlich auch gesagt, ich muss dran denken, dass ich das wieder zurückgebe. Und hab's natürlich nicht gemacht. Jedenfalls, na gut, solange ich den mitgenommen habe, macht das auch keinen Unterschied. Das haben wir jetzt jedenfalls wieder ausgetauscht. Die beiden sind schlechter. Dann haben wir hier jetzt ein paar neue Sachen. Aber die sind, glaube ich, nicht so super gut. Das ist ja auch ein besonderes Ding, was die anhat. Nur Schütze. Das heißt, wenn, dann müsste der das nehmen. Und da sind plus 1 Schaden gegen Einheiten, die mindestens. Das ist wahrscheinlich schon nicht verkehrt. Aber diese plus 2 AP am Anfang, die sind auch nicht verkehrt. Also das würde ich jetzt mal so lassen. Dieses plus 1 Schaden ohne Verwicklung, das ist halt, wenn die noch nicht im Kampf, also while disengaged, heißt es auf Englisch, das habe ich zwischendurch mal eben umgestellt, um nachzugucken. Das kann jeder Nehmer, macht dann natürlich nur bei Schützen Sinn und da ist Giftschaden drauf und Gift habe ich jetzt bei keinem. Also eigentlich kann ich den verkaufen, ist eine Menge wert. Dann haben wir das Kleeblatt, das kann man eigentlich auch verkaufen. Und dann haben wir die Handschuhe. Von Tränken. Okay, könnte vielleicht nochmal irgendwann sinnvoll sein. Also dann würde ich diesen Ring und das Kleeblatt verkaufen. Und dann haben wir halt noch neue Tränke. Dann müssen wir mal gucken, ob wir... Okay, geben wir 40% Rüstung für einen Zug, wird durch Verwendung verbraucht. Rüstung wird wieder hergestellt. Ist auch 90 wert. Aber das nehmen wir mal mit. Aha. Ja, okay. Okay, das ist auch entfernt Dings, aber macht dann noch zusätzlich was. Ja, okay. Nee, Moment, das ist 40% Rüstung wiederhergestellt. Was habe ich denn übersehen? Okay, ist auch nicht verkehrt. Dann sollten wir vielleicht erstmal die kleinen verwenden. Und der, da macht das natürlich wenig Sinn. Dann machen wir diesen Schaden pro Zug. Und das Buch war, um zu reskillen quasi. Also Kleeblatt und den Ring, den werden wir verkaufen. Und diese Waffen natürlich. Also das geht weg, das und das. Und dann verkaufen wir die beiden. Das Kleeblatt und den Ring. Okay. Dann sind wir bei 2921 und hier leider nur 350. Das ist zu wenig, als wenn das irgendwas bringen würde. Aber wir müssen jetzt noch zur Karte. Genau. Ich nahm in jungen Jahren oft an Turnieren teil, Turnieren Camelot. Doch nun sehe ich in solchen Festlichkeiten andere Werte, als der Beste sein zu wollen. Meine Ritter haben dieses Turnier als Überraschung organisiert und wahrscheinlich als unbeholfenes Zeichen ihrer Loyalität. Was immer sie sich dabei gedacht haben, ich sollte das Beste daraus machen. Entweder bestimme ich einen von ihnen zu meinem Streiter oder ich breche selbst ein paar Lanzen. Nehmen wir am Turnier teil. 20% für Sir Mordred. Ja, dann machen wir das. Und Sir Pellas ist dem Hof beigetreten. Aber wir haben keine neuen Events irgendwo bekommen. Sonst wäre das da ja auch aufgeploppt, glaube ich. Ja, da ist nichts neu. Gucken wir uns diesen Sir Pellas dann nochmal gerade an. Tafelrunde. Sir Pellas. Ja. Was ist denn das für einer? Schlag, 100% Waffenschaden mit Blutung und ja, Schildansturm. Ja, das Problem ist halt, das ist ein Verteidiger. Und da habe ich den Sir Mordred eigentlich schon. Rechtschaffen.
Rüstungslicker stellt in der Ruhephase zusätzlich 20% der maximalen Rüstung wieder her. Erhöht bei Ernennung zum Meister der Waffen auf dem Übungsplatz die physische Schwächungsresistenz aller. Was? Erhellen um 1%. Ja, okay. Begibt sich ausschließlich mit voller Lebenskraft und ohne Verletzungen auf eine Mission. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Der Schutz ist nicht schlecht, aber im Grunde ist halt mein Credo immer, tote Gegner machen keinen Schaden. Und das hier ist da nicht sehr zuträglich. Auch wenn das nicht verkehrt war. Aber... naja. Mal gucken. Also den würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Ja, jetzt haben wir hier 152. Doch, dann hat er mir tatsächlich 40 Staub gegeben. Wir haben 110 oder sowas in der Mission bekommen. Dann ist der hier doch ordentlich. Dann hätten wir das vielleicht schon früher machen sollen. Wobei 40 Staub hält jetzt auch nicht wahnsinnig viel ist. Wenn wir hier 900 brauchen. Aber gut. Was können wir denn mit diesen... ach, Moment. Der ist jetzt auch noch gestiegen. Haha. Okay. Gucken wir mal, was der hier denn noch nehmen kann. Da muss ja dann irgendwas hier von dieser Stufe sein. Gucken wir nochmal hier. Spaltengut kennen wir. Hektik. Fügt zwei angrenzende Gegner 100% Waffenschaden zu und visiert sie einzeln an. Kostet aber 4 AP. Naja. Waffenschmied. Verliert 1 AP weniger durch schwere Rüstungssiegel. Ja, dann hätte der nur noch... also 1 AP grundsätzlich mehr. Ist schon nicht verkehrt. Das, also noch den hier. Fernangriff, der 125% Waffenschaden verursacht und jegliche Deckung sowie Rüstung ignoriert. Kann nicht geblockt werden. Kostet 5 AP. Aber das ist super, um in der ersten Runde, wenn ich auf die Gegner warte, um da auf einen dran, drauf zu bolzen. Und dann, oder um Schützen wegzupusten oder Leute, die auf dem Boden liegen oder sowas. Also das ist schon sehr ordentlich. Das sollte ich auf jeden Fall nehmen. Erhöht auf jeden Fall die Flexibilität vom Charakter. Und ja. Ich glaube, der ist nicht gestiegen. Der hat immer noch nur seinen einen Punkt. Ja. Okay. Also, was sollen wir mit den Ressourcen machen? 350. Wahrscheinlich macht es Sinn, dir diese Umwandlung zu kaufen. Aber das kostet dann 2000, um hier Gebäuderessourcen zu bekommen. Das heißt, das könnten wir ja jetzt auch nicht direkt machen. Da bräuchten wir noch Geld, damit das sinnvoll wird. Wir könnten aber natürlich noch schauen, dass wir beim Händler eventuell was verkaufen. Dann passt das wieder. Aber das sind halt 80. Und 80 ist jetzt auch nicht wahnsinnig wenig. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwas finden, was wir wirklich verkaufen wollen. Das hier sind 28, das reicht also nicht. Könnten wir das hier auch noch verkaufen? Sondern mal 28. Können wir das auch noch verkaufen? Sondern mal 28. Und dann hätten wir das zusammen. Naja, okay, machen wir das. Ich glaube zumindest, dass das passt. Also, die Tafelrunde. Und zusätzliche Boni zwar. Ja, wobei, dann haben wir diese Ressourcen, dann können wir damit aber immer noch nichts anfangen. Weil wir kein Geld mehr haben in der nächsten. Es sei denn, wir bekommen jetzt eine Geldbelohnung. Das hier ist 5. Wir würden als nächstes die Thistlewood-Ruinen angehen. Sir Rector is worried about the fate of a good friend, Abbot Elialis. The deeply religious sorcerer and holy man gathered his devout followers to retake the ruins of an ancient Christian cathedral from the lost. No one heard about the abbot ever since. This needs our attention. We must find out what happened. Naja, also da müssen wir den jetzt sogar mitnehmen. Goldbelohnung. Sir Ector. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Würden wir den nicht mitnehmen. Dann haben wir aber auf jeden Fall zu viele, die wir jetzt trainieren müssten. Okay, da sollte ich dann gucken, dass wir dann doch den Typen mal heilen. Das kostet aber natürlich auch. Also der würde jetzt
dann in die Kathedrale rein. Da wollen wir ja nicht mehrere Runden mit verballern. Zwei. Der sollte schon innerhalb einer Runde geheilt werden, damit er danach trainieren kann oder so. Das heißt, es kostet 90 und die würde ich auf jeden Fall machen wollen. Ja. So, dann das machen wir dann mit dem. Der wird weiterhin trainieren. Naja, wir müssen es nicht. Wir können das auch halten. Moment, wenn wir jetzt... Wir hatten vorher den auch, glaube ich, immer mal wieder trainieren lassen. Im Moment haben wir den und den. Naja, doch, das machen wir so. Den werden wir jetzt hier in der Kathedrale heilen. Schnelle Behandlung. Jawohl. So. Also die vier, die kommen jetzt mit. Da müssen wir mal gerade gucken. Hoftitel. Verteidiger der Brücke. Der kommt aber eh nicht mit. Aber der hatte ja schon anderen Titel. Ja, den brauchen wir für was anderes. Dann werden wir... Ja, da können wir mal gerade noch... Sir Pellas. Uns hier die Story ansehen. Sir Pellas ist der unerschütterliche Beschützer der Unterdrückten und verkörpert genau die Idee, die zur Gründung der Tafelrunde geführt hat. Er stand immer im Schatten seiner berühmteren Gefährten. Ja, das habe ich wahrscheinlich nie von ihm gehört. Aber Ruhm und Ehre waren ihm nie wichtig. Und jetzt, wo die Dunkelheit über das Land hereinbricht, ist seine Selbstlosigkeit nötiger denn je. Man sollte sich jedoch nicht von seiner Rechtschaffenheit täuschen lassen. Sir Pellas wird sich durch nichts und niemanden von seinem Weg abbringen lassen. Okay. Wenn ich die dann mitnehme. Jetzt sitzt er erstmal auf der Ersatzbank. Also, dann würde ich mal das hier nehmen und dann müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Geld machen, um dann die Ressourcen einzutauschen. Also nehmen wir jetzt den, verbessern, Verordnungenreiter. Und das macht jetzt eben nur Sinn, Zwangsarbeit, wenn wir 2000 Gold haben. Also müssen wir gucken, dass wir die 2000 bekommen. Also jetzt müssen wir 169 dann noch irgendwie an Geld machen. Ne, ich glaube, der hier macht wahrscheinlich auch wenig Sinn. Wirft 2 Schaden im Nahkampf, Angreifer zurück. Der ist eigentlich auch schon so Schaden für Spalten zu speziell. Schaden für 2 Züge für jeden Kill. 2 Zugdauer für Blut. Eigentlich sollen die Gegner direkt sterben. So, jetzt haben wir 2008. Und jetzt eine Runde Zwangsarbeit, bitte. 500 Gebäuderessourcen. Ja. Bams, jawohl. Jetzt haben wir 850 Gebäuderessourcen. Jetzt hat das hier einen Cooldown von 5 Missionen. Aber wenn wir jetzt ordentlich Gold bekommen, dann können wir damit mal immerhin irgendwie was bauen, weil die Gebäuderessourcen haben die ganze Zeit gefehlt. Ja gut, wir haben jetzt ein bisschen was für den Zauberturm verballert, aber das war halt immer ein bisschen dünn. So, dann sind wir soweit und könnten dann beim nächsten Mal die Thistleboot-Ruinen mit dem guten Sir Ector machen. Der hat zwar hier die Schwäche drauf, aber er wird wahrscheinlich auch nicht happy werden, wenn wir da wieder Entscheidungen gegen ihn treffen, aber das sollte ja auch kein großes Problem sein. Fähigkeit heilen. Schaden während eines... Das können wir durchaus da jetzt noch einsetzen. Was war das? Schaden für Wachtangriffe. Das ist auch ziemlich sinnlos. Haben wir da noch irgendwas anderes? 1 Rüstung. Ne. Das ist alles Quark. Okay, ne. Das lassen wir so, wie es ist.
Okay, dann sind wir gerüstet, um beim nächsten Mal die Thistlewood-Ruinen zu machen. Also, neue Folgen immer samstags und sonntags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um da nicht zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sage erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.